Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist eine Außenkamera und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Ja, vielen Dank an die Firma IE Geek oder Geek. Das ist eine Außenkamera, das ist die ZS-GX4S mit einem Solarpanel. Ihr könnt das hier schon in der Verpackung sehen. Wir packen die mal gemeinsam aus und gucken uns das mal so im Detail an. Und im zweiten Video werde ich sie mit euch draußen anschließen und einrichten. Das ist hier schon mal das Solarpanel. Also ist dick. Ja gut, Kunststoff, hält einiges aus. 6 Volt, schönes langes Kabel mit USB-C-Anschluss. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann kommen wir mal zur Kamera und was noch hier so drin ist. Ich hole das mal alles ein bisschen hier raus. Hier haben wir das noch. Hier ist noch ein Kabel und so weiter und so fort. Das ist schon mal der erste Eindruck, sehr hochwertig. Zur Kamera kommen wir gleich nochmal. Also hier habt ihr Dübel und Schrauben. Das ist die Befestigung für das Solarpanel. Und dann müsst ihr das hier bloß anschrauben und dann in den entsprechenden Winkel. Mal gucken, wie groß das Ganze ist, ob man das auch ausfahren kann oder verlängern kann, den Arm. Nee, also schade, ich finde es schade, dass man den nicht verlängern kann. Ja, der wird hier nicht hier nur, der wird hier nur arretiert. Und das war es dann auch schon. Also das finde ich schade. Also er hätte ruhig gerne ein Stück länger sein können. Nun könnte man ja auch sagen, so groß ist das Solarpanel nicht. Aber ein bisschen größer könnte es schon ruhig sein. Ja gut, hier haben wir dann noch ein USB-A auf USB-C, dass wir den auch dann so einrichten können. Bevor wir sie denn draußen anschließen. Hier haben wir dann eine Bedienungsanleitung und auf Deutsch. Produkteinführung, also hier wird dann alles erklärt, was was ist, wo was hinkommt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. WLAN-Antenne, Mikrofon, Linse, Betriebsstatusleuchte. Das ist denn hier zum Beispiel die Nummer 6. Das ist so eine ganz kleine blinkende LED, also die leuchtet nicht oft auf. Aber das ist ja schon mal interessant zu wissen. 10 ist hier Speicherkarte. Das ist hier unten. Das gucken wir uns auch gleich in Ruhe an. Den QR-Code, um die App herunterzuladen. Dann richtet man sich ein. Dann wählt die Kamera. Ja, dann werde ich eine Speicherkarte. Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang dabei, aber das ist jetzt nicht so tragisch oder nicht so schlimm. Gut, hier sieht man den Lade die Batterie auf. Also klar, das ist ja selbstverständlich. Aber das werden wir im zweiten Video machen. Jetzt kommen wir erstmal zur Kamera, zum Objekt der Begierde, hätte ich fast gesagt. Also wenn ihr das wieder rausnehmen wollt, draufdrücken. Also ihr habt hier so eine, ja, Push steht da drauf, ist da kein Problem. Schön festmachen, dann kann man das schön, wunderbar. Also das finde ich schon mal sehr gut. Hier unten kommt denn das Solarpanel dran oder wenn ihr schon drin aufladen wollt oder möchtet, dann
Könnt ihr da den USB-A auf USB-C anschließen. Ich nehme mal die Folie hier ab. Die ist ja schon fast ab. So, hier ist die Hauptlinse. Das ist ganz schwer zu sehen. Ich versuche das mal so. Neben meinem Finger, da ist diese Status-LED. Die blinkt dann ab und zu mal auf. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Also hochwertiges Kunststoff, also wirklich. Und hier haben wir den. Ja. Hier haben wir die Reset-Taste, den Power-Knopf und da können wir die Speicherkarte einlegen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Auch sehr hoch, doch sehr, sehr gut verarbeitet, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist wirklich top. Daumen hoch. Ich verlinke euch das auch, das Produkt in der Videobeschreibung. Also macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch der Kopf hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, könnt, aber doch, also auch der Motor macht. Doch, das ist richtig, richtig gut. Ich freue mich jetzt schon auf die Einrichtung. Wir können ja mal die Power-Taste drücken. Ob da schon noch ein bisschen Saft drauf ist, wollte ich gerade sagen. Nein. Ich werde das jetzt alles aufladen. Doch, da seht ihr diese rote LED-Leuchte. Jetzt könnt ihr es auch besser sehen. Und jetzt ist die klar zum Einrichten. Und das sind denn hier, ja, für, wenn das ein bisschen dunkel ist oder überhaupt dunkel ist, dass hier denn ein bisschen ausgeleuchtet wird. Ich freue mich jetzt schon auf das Bild und das werde ich mit euch gemeinsam einrichten und auch montieren. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber mir fällt garantiert was ein. Also macht richtig, richtig guten Eindruck. Hier hinten ist noch der Lautsprecher, habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Hier vorne ist irgendwo noch ein Mikrofon. Also das, ja, das zeige ich euch dann nochmal alles. Also Respekt. Ja, macht einen richtig guten, soliden Eindruck. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.